So, willkommen zurück zu Arma 3 Epoch. Oder Epoch, oder wie auch immer, ist ja wurscht. Ja, wie man sieht, ich habe meine Waffe noch. Ich habe den gleichen Server wiedergefunden. Ich liege hier immer noch an diesem Hügel rum. Ja. Stellt sich die Frage, was tue ich jetzt? ich habe eine Map, ne? Schauen wir mal auf die Map drauf. So, wo waren wir denn letztes Mal? Das war irgendwo ganz im Westen. Ich glaube hier, kann das sein? Ja, stimmt, ich konnte ja auf diese komische Kraftwerk gucken. Ich schaue jetzt nochmal schnell da rein. Es ist einfach zu verlockend. Ich habe da letztes Mal so guten Loot gefunden. Und schau, ob ich da nochmal irgendwas finde. So ein bisschen. Na super. Ist mir gerade so eine scheiß Windows-Meldung aufgeploppt und hat mich aus dem Spiel geschmissen. Mann. Ja, das muss ich ja ein bisschen dann beim Zusammenschnüpfeln beachten. Jetzt wird das irgendwie asynchron. Was ist das denn? Oh, da ist ein Hubschrauber, Alter. Oh, oh. Da fliegt ein Hubschrauber. Der ist mir wahrscheinlich nicht freundlich gesinnt. Wie zur Hölle bin ich denn da jetzt reingekommen? Ich brauche unbedingt Deckung, ey. Hier bin ich ja... Hier bin ich ja... Nee, also, hier sitze ich echt auf dem Präsentierteller. Ich muss nur aufpassen, nicht, dass meine Minen da noch rumliegen. Und hoffentlich will der nicht hier hin. So, ich muss mal schnell... So. Schnell ein bisschen lauter machen müssen. Okay. Sieht nicht so aus, als ob die da noch rumliegen würde. Kommt der hierher? Der kommt doch hierher. Ne, der fliegt weg. Weil ich sehe gerade auf seinen Hinterteil. Soll ich da mal drauf schießen? Ne, lieber nicht. Ja genau. Interagieren wir Leertaste. Hier liegt schon wieder. Hier liegen schon wieder laute Minen rum, ey. Antipanzerdurchdringungsmine und eine Panzerabwehrmine. Ja, genau. Wie sieht's eigentlich mit meinem Hunger und Thirst? Okay, das hat sich nicht verändert, das ist gut. Was ich jetzt vor allem hoffe, dass ich finde, ist. War da gerade ein Schritt? Da, ich hatte gerade gedacht, da ist jemand gelaufen, aber war wohl doch nichts. Oh, shit! Oh Gott, habe ich mich erschrocken! Ha! Fuck! Ich habe schon wieder komplett vergessen, dass man hier doch Leertaste drücken muss. Boah, shit, war das laut! Fuck! Hey, hey, hey! Feldpack. Taktischer Rucksack. Ich hab immer noch keine Ahnung, was hier größer ist. Da gibt's bestimmt im Internet irgendwie eine andere, wo man das nachschauen kann. Der sieht zum Beispiel sehr groß aus. Drohnentasche? Was? Eine Drohnentasche? Okay. Eine Antipersonen-Stolperdrahtmine. Die nehme ich mit. Dann kann ich ja nie wissen. So, was brauche ich denn? Ich brauche 9 mm und 12,7. Sind irgendwelche... Okay. Okay, das ist... ich habe jetzt echt keine Ahnung. Fuck, mein Handy habe ich jetzt auch nicht hier rumliegen. Warte mal, wenn ich in Steam Overlay gehe, geht das? Nee, ist nicht aktivierbar. Moment, ich stehe mal schnell auf und hole mir mein Handy. So. Weil. Ah, ist gerade am Laden. Ich will es doch ganz gerne mal wissen, welcher Rucksack hier größer ist. Mal schnell gucken. So, Epoch Rucksack Größen. Nee, nicht der Z. Ich hatte jetzt der Z dahin gemacht. Epoch. So. Aber. Wie groß ist welche Weste plus Rucksackgrößen? So, schauen wir mal.
In diesem Video, ich tat super, ich kann jetzt kein Video angucken. Okay, Small Backpack, Angriffspack, Feldpack, taktischer Rucksack, Seesack, großer Rucksack. Was habe ich nochmal? Ich habe einen taktischen Rucksack. 6,0. Das entspricht wahrscheinlich Kilo oder so. Okay, der Sidepack ist irgendwie scheiße. Aber das wusste ich auch so schon. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob der Drohnengürtel größer ist. Quatsch, Drohnengürtel. Drohnenrucksack, meine ich. Drohnentasche. Drohnentasche. So, ich kann einfach mal nach Drohnentasche googeln. So. Drohnentasche. So, ich hab's gleich. Ich lasse, wenn ich da jetzt nichts so finde, dann lasse ich es einfach. Aber die sieht halt echt größer aus. Ach, ich. Moment. Ich guck einfach mal. Okay, da kann ich aber jetzt schon was reinpacken, weil da ist gar kein so Balken dran. Nee, kann ich gar nicht. Ha! Okay, dann hat sich die Frage schon mal erledigt, aber das Ding ist ja riesig, ey. Ja, leck mich fett. Okay, hat sich das schon mal erledigt? Sind wir wieder ein Stück schlauer? Oh, was liegt da denn? Ist das ein MG? Leichtes Maschinengewehr. Ey, das könnte ich sogar einpacken. Ich glaube, das packe ich ein. So. Vielleicht kann ich das auch verkaufen bei einem irgendeiner Safe Zone. Dann, oh shit, was habe ich jetzt gemacht? Oh, ich habe die Waffe gewechselt. Huh! So. Demontiertes MK32 GMG. What? Hä? Was? Nein! Ah! Ich komme mit der Steuerung echt noch nicht klar. So, was haben wir hier noch? Oh. MP9 oder so. PDW 2000, okay. So, dann schaue ich mal schnell noch nach oben. Ah, Moment. Ich habe jetzt gerade hier... Ey, ich habe einen LMG-Schalldämpfer. Der würde da vielleicht sogar drauf passen. 6,5 mm, ja. 6,5 mm, 6,5 mal 39. Ich muss gerade mal schauen, ob da... vorne nicht Munition dafür da war. 6,5 mal 9. Eingesetzt von MK200. Richtig nice. Passt da nicht rein, oder was? Hallo? Oh Mann. Stein. Pack mal den Stein raus. So. Das brauche ich auch nicht. 9 mm. P07. Okay, das passt ein Stolperdraht. Okay, jetzt passt's rein. Jetzt haben wir da 200 Schuss Gurtkäste. Passt. Jetzt haben wir ein bisschen Munition dafür. Ist gut. Dann kann ich es theoretisch sogar einsetzen. Falls ich jetzt für meinen Sniper gar keine Munition mehr finde. Ey, da gibt's verdammt viele 6,5, aber das ist alles nicht für die für das LMG. Oh! Nightstalker, das habe ich schon, ne? Das habe ich da schon drauf, okay. Lass ich das mal liegen. Okay, ist nochmal eine Waffe. Ich kann halt nicht mehr so viel mitnehmen, leider. Sonst würde ich hier alles leer looten. Das hier noch? Ah, da ist wieder so eine Gurtkiste, aber die kann ich nicht mitnehmen. Ist zu schwer, was ist das denn? Verbesserte Einsatzweste mit Gurtzeug. Mhm.
Warte mal, kann ich die... Kann ich die dahin packen? Nee, okay. Auch eine Waffe. Bisschen Munition wäre halt nice, aber hier liegt halt echt gar nichts. Okay, ich glaube, die Minen sind weg, die ich da hingelegt habe. Noch eine Waffe, da liegt noch irgendeine Munition. Aber auch nicht das, was ich brauche. Ha! Hier liegt nochmal so ein Ding. Cool. So, das ist wieder so ein komisches Tauchzeug, glaube ich. So, what's the plan? Ich brauche eine Safe Zone. Supply Van. Eigentlich wollte ich ja mal eine Stadt. Aber ich gehe jetzt hier hin. Wie hat man nochmal so ein Dings gesetzt? Ah, so, genau. Sehe ich das jetzt hier irgendwo? 2,1 Kilometer. Okay. Dann würde ich mal sagen, laufen wir da mal noch hin und versuchen mal ein bisschen Zeug zu verticken. Das sieht so lustig aus. Läuft hier einfach in Unterhosen rum, ey. So, aber hier schaue ich mal noch schnell hoch. Vielleicht gibt es da noch was Geiles. Ja, auf jeden Fall liegt eine Waffe rum. Okay. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Spot hier. Nicht schießen! Ach, Kütze, fix, ey. Dass ich da immer vergesse, dass ich hier Leertaste drücken muss. Da steht ein Fahrzeug. Da steht ein Fahrzeug. Was ist das denn da oben? Hat da jemand gebaut? Das sieht so aus. Hat irgendjemand was hingebaut? Okay. Das Ganze ist mir nicht so recht geheuer. Mal die Umgebung ein bisschen abchecken erst. Soll ich da ran? Ich bin voll am Stottern, ja. Ich versuche da jetzt mal ein bisschen näher ranzukommen. Das ist der Hügel, ist halt perfekt für einen Sniper, ey. Das ist doch bestimmt eine Falle. It's a trap! Der Hügel hier ist mir nicht so richtig geheuer. Was war das denn? Ich renne da jetzt einfach mal ganz rotzfertig hin. Ich sehe hier niemanden. Ich hätte vielleicht auch mal die andere Seite abchecken sollen, aber... Das hier ist doch ein bisschen... Ich weiß nicht, von der Seite könnte am meisten kommen. Wenn dann von dem Hügel. Von der erhöhten Position kann man besser schießen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand im Tal hockt. Höchstens da unten noch. Schnell die Fenster abchecken. Ich kann hier auch niemand sehen. Komm, scheiß an. Ich renne da jetzt einfach mal hin. Werde ja gleich sehen, ob ich dann beschossen werde.
es bleibt alles ruhig. Oh, shit. Hoffentlich haben wir das nicht gehört. Mein Handy hat gerade geklingelt. Unlock. Inspect. Ein Laserpointer, cool. Kann ich hier irgendwo drauf basteln? Nee. Sidepack check. Hä, was ist das denn? Okay. Kann ich hier auch einsteigen? Als Fahrer! Earplugs have been auto inserted. Fährt das Ding noch? Das Ding fährt noch! Das fährt noch! Ist das geil! Ey, what the fuck? Ich hab da. Wer hat denn hier. Wer hat denn hier einfach sein Ding stehen lassen? WTF? Okay, das verkürzt meinen Weg natürlich extrem. Allerdings mache ich damit auch gut auf mich aufmerksam. Boah, oh. Um Gottes Willen, was tue ich denn? Jetzt habe ich es kaputt gefahren. Oder? Ich muss zugeben, ich bin in dem Spiel noch nie gefahren. Das ist echt das erste Fahrzeug, in das ich hier einsteige. Man möge mir meine Nubigkeit nachsehen. Okay, das Ding fährt jetzt wie Arsch und Friedrich. Ach. Aber. Ich kann eine Stolpe gerade nicht platzieren. Was? Ich hatte doch hier Vehicle Repair. Nee! Nee, nicht weg. Warte mal. Found nothing. Scheiße, wie kann ich das denn? Kann ich das gar nicht, oder was? Hallo? Vehicle Repair. Ich will das einsetzen. Fuck, wieso geht das nicht? Wieso kann ich den Ghillie-Anzug nicht an? Nee, geht nicht. Scheiße. Ah, fuck. Der G macht ganz schön was, ey. Okay. Also es fährt noch, wenn auch langsam. Ich glaube, da bin ich mit Laufen schneller. Oh Mann! Da finde ich schon so ein Ding und setze es gleich gegen einen Stein und dann ist das komplett kaputt, oder was? Oh. Okay. Aber, wenn ich schon hier bin... Hä? Dann baller ich wenigstens noch ein bisschen. Vielleicht sollte ich das nicht tun. aber ich pack da jetzt eine Stolpertrampmine ran. Ja, viel Spaß. So, jetzt mache ich hier ganz, ganz schnell einen Abgang. Ja, wenn man das Auto finden wird, wird sich erstmal über eine schöne Mine freuen. Oh, das war eigentlich gar nicht so blöd. Vielleicht hat das jemand gehört, geht jetzt nachschauen, findet das Ding, guckt nach und die Mine explodiert. Oh, bin ich heute wieder fies. Oh, so,
So, jetzt dürfen wir noch 1 Kilometer durch Pampa rennen. Und vor allem, ich weiß noch, dass ich da letztes Mal beschossen wurde. Und zwar ziemlich hart. Also, ich glaube zumindest, dass ich beschossen wurde. Das heißt, ich muss erstmal einen Bogen machen. Und komm von außen. Lol, was ist das denn für ein Geräusch? Lol, da ist ein Huhn. So, warte mal, wie lange nehme ich denn jetzt schon wieder auf? Egal. Bis in die Safe Zone gehe ich auf jeden Fall noch. Was soll ich damit noch warten? Wann machen die denn hier einen Server Restart? Ich weiß es gar nicht. Hier kann halt überall jemand liegen. Fuck, wieso habe ich das Auto gegen den Stein gesetzt? Das wäre perfekt gewesen. Das war aber schon durchlöchert, habe ich gesehen. Da ist schon irgendjemand drauf geschossen. Soll ich einfach YOLO da durchrennen? Mir fällt gerade... Hallo? Die ganzen Anzeigen sind weg. Moment. Hallo? Die ganzen Anzeigen sind weg. Was habe ich denn? Habe ich irgendwas? Scheiße. Ich habe jetzt hier gerade mal dieses Red Gull getrunken und habe mir gedacht, vielleicht kommt da wieder was, aber da ist ja gar nichts. Ey, jetzt weiß ich ja gar nicht, wie viel... What the fuck? Scheiße, wieso? Oh, wieso ist das denn jetzt weg? Fuck. Und dieses Grillengezirpe geht mir langsam auch ein bisschen auf die... Eier. Warum stöhnt der denn so? Das ist ja meine. Ich dachte gerade, das wäre ein anderer. Ach so, weil er die Luft anhalten muss oder was? Oder warum? Was ist los? Das ist jetzt wieder. Ich habe keine Anzeige mehr. Nein. Hallo? Schnell in die Settings gucken. Ist doch scheiße so. Okay, geht hier nicht oder was? Oder was ist konfigurieren? Steuerung. Tagebuch. Was habe ich denn gedrückt? Ich habe doch gar nicht so viel gedrückt. Oh, jeez. Snap. Ich sollte auf jeden Fall mal was zu essen finden. Weil ich jetzt hier keine Anzeige mehr habe, muss ich was zu essen finden, oder? Kann ich mir da was kaufen? Ich weiß nicht, ob ich da Waffen verkaufen kann. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ah, Panik! So, stellt sich halt wirklich nur die Frage, campt da jetzt wieder einer an der Safe Zone rum oder nicht? So, jetzt nervt es mich aber langsam, dass mein Handy die ganze Zeit klingelt. So. Schnell auf lautlos gestellt. Es ist so unglaublich. Immer wenn ich aufnehme, ist irgendjemand und stört.
Das ist doch hier, Mann. Ich renne hier auch rein wie der größte Vollmongo schon wieder. Ohne Deckung, ohne nix. Hä? Ah. Oh, eine Taschenlampe. Cool. Kann ich nirgendwo hin tun. Schade. Was ist das denn hier? Ist das auch so ein Gebäude? Ups. Öffne schon die Tür. Das sieht zumindest genauso aus wie das, wo ich... Lol, das ist auch so ein Ding. Lol. Ich bin da ewig weit gerannt. Das ist ein fucking Raketenwerfer. Und den kann ich sogar so noch mitnehmen. Ich hab den Raketenwerfer. Wie geil ist das denn bitte? Leichter Boden-Luft-Tragegurt. Oh. Ich glaube, der könnte ein bisschen mehr Platz haben. Ich pack da einfach mal alles raus. So, und jetzt den hier. Hä? Da passt ja gar nichts rein. Ich verstehe das. Also manche Dinge verstehe ich noch nicht. Hallo? Hä, oder hat das jetzt gerade irgendwie nicht funktioniert? Oh, nochmal. So, jetzt hier. Ah ja. Aber der hat weniger. Der hat weniger Platz. Der hat viel weniger Platz, oder? Ja, hier passt schon mehr rein. Hier passt schon mehr rein. Okay. Dann alles wieder einpacken. Oh Mann. Mission Document. Splittergranaten. So. Gut. Ein bisschen Munition für meine eine Waffe wäre noch nice. Meine Sniper. Lockbox, bla bla. Ey, dass hier nicht alles vermint ist, das wundert mich schon ein bisschen. Was ist das denn? Das ist hier so ein Bullshit. Deswegen konnte der auch gleich auf mich schießen. Der ist wahrscheinlich da runtergegangen, hat sich einen Sniper geholt und ist dann wieder hoch auf den Berg zu der Safe Zone. Der muss auf den Berg gewesen sein, wenn er auf mich geschossen hat. Also letztes Mal. In der letzten Folge. Ich hab den fucking Raketenwerfer. Oh, ist das cool. So, aber jetzt werde ich diesen Berg erobern. Den stürme ich jetzt mit meinem Scharfschützengewehr. So, was wahrscheinlich ein bisschen unklug ist, aber scheiß drauf. Ich hoffe nur, dass da wirklich niemand ist. Aber wenn dann... Stellt sich halt die Frage, wenn da oben einer ist und die Safe Zone abkämmt, guckt der dann nach hinten? Oder guckt er dann immer nur auf die Safe Zone? Shit, was ist das? Hört sich an wie ein Hubschrauber. Von wo kam das denn jetzt? Kam das aus der Safe Zone? Bin gerade ein bisschen am Lauschen, aber ich höre irgendwie nichts mehr. Ist wieder weg. Ich pirsch mich jetzt hier doch mal ein bisschen langsamer vor.
wie so ein komisches Huhn, ey. Kann ich die eigentlich irgendwie. Kann ich mit denen irgendwas anfangen? Da unten ist irgendwas. Ist das diese komische Vogel? Naja, das ist ein Hühnchen. Ich will nur mal was testen. Und ein bisschen ausprobieren. Lol. Gut Animal. Oh cool. Chicken Carcass. Gutted and cleaned. Kann ich das jetzt einfach so essen oder was? Würde ich nicht. Fire. Oh. Okay, ich kann auf jeden Fall. You have entered the safe zone. Do not fire in the safe zone. Boah, okay. Ich bin anscheinend schon drin. Wenn ich jetzt noch ein Feuer finde, das ist doch bestimmt eins in der Safe Zone. Dann kann ich hier mein Hühnchen noch braten. Cool, ich habe ein Hühnchen gefunden. Not bad. Not bad. Aber hier ist auch niemand, so wie es aussieht. Wie kann ich einen Camo anziehen? Na, das ist eine gute Frage. Das interessiert mich auch. Ja, schau mal an. Hier ist die Safe Zone. Nice. Ich bin da. Rechtsklick. Hä? Habe ich das Ding noch dabei? Ja, mit Rechtsklick legt er den weg. Hä? Found nothing. Dann ist das ein neuer, wo du das DLC nicht hast? Na super. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwie das Zeug verticken können. Shop. Selling. Ah, das geht tatsächlich. Da kriege ich jetzt Kohle für. Nice. Richtig nice. So. Stellt sich die Frage, ob die Munition für meine Sniper auch haben. Das wäre nämlich richtig nice. Weil ansonsten verkaufe ich nämlich die Sniper und behalte das LMG. Lol. So, jetzt müsste ja eigentlich was von diesem komischen Krypto-Kack haben. Aber ich sehe ja meine Anzeige nicht mehr. Fuck. Ist doch hier. Mann. Nee, was brauche ich hier? GMX Lynx. 12,7 mal 108. Da ist zumindest das Gewehr. Lol, ein Rubin. Was braucht man das denn? So, 12,7. Wir haben Grund zum Feiern. Sonst geht der, aber ich bin zum Feiern. Wir haben Grund zum Feiern. Was? Was ist das denn? Hi. Ich kann nicht reden. Fuck! Vor allem muss ich mich konzentrieren. 12,7. Wir haben Grund zum Feiern. Können noch. Ja. 12,7. Da ist nix. Fuck it. Ich will meine Sniper nicht weggeben. Bla bla fucking bla. Was ist denn Team los? Bla bla fucking bla. Hä? WC-Ente.
Okay. Jetzt hab ich gerade irgendwie mit dem getradet. So, jetzt brate ich mir erstmal mein Hühnchen hier. Chicken Craft. Yeah! Ich habe ein Cooked Chicken crafted. Jetzt gleich mal essen. Yeah! Bin ich wieder komplett voll. So. Okay. Der hat mir leider kein MK200 6,5. Ich hoffe mal, dafür gibt's was. 6,5er. Ja, da gibt's auf jeden Fall ein bisschen was. 30 Schuss, 200 Schuss, Goldkiste. 6,5. Ja, da sollte es auf jeden Fall was geben. Gut. Dann. Oh Mann, ich will das eigentlich nicht. So, dann packe ich erstmal das Visier da rein. Leg die auf den Boden, die dahin, die da rein. Hallo. Wieso geht die da nicht rein? Oh Mann. Dann verkaufe ich erstmal den Ghillie-Anzug. Nee, nicht Talk. Ups. Wieso kann ich denn den nicht verkaufen? Was ist das denn? Ach, Trader heißt der. Maximum. Ah. Ja, super! Na super! Trader heißt der Maximum Amounts of these Items. So, was ist bei dir denn los? Der vielleicht 12, ne, was war's? 12, ne? Ja, 2,7. Der sieht auch nicht so aus. Der hat genau das gleiche Inventar wie der eine. Dang it! Wow. Ne, den Ghillie-Anzug wollen sie nicht. Den wollen sie nicht. Was ist nun los? Oh, ich das hier gerade aufgehängt irgendwie. So, dann lege ich jetzt mal. Nee, das ist ja Bullshit. Pass mal auf. Okay, jetzt ist das Ding da drin. Shop. 600 Krypto, Alter. Ich hoffe mal, das ist viel. So, Schalldämpfer drauf. Und das hier. Oh ja, geil. Geil! So, lass mal gucken. Oh yeah. Oh yeah, baby. Oh yeah. Das sieht doch mal ganz nett aus. Oh, den Ghillie lasse ich da liegen. Scheiß drauf. So. Was hast du denn jetzt für mich? So, jetzt ich muss mal schnell an den ATM gucken. Vielleicht sollte ich eigentlich da anlegen können oder so. Nee. Deposit. Withdraw. Irgendwie funzt das nicht. Egal. Mal schauen, was ich bei dem noch shoppen kann. Wie viel habe ich denn? 666 Krypto. Ah, cool. Was ist das denn? Food Cooler. Nee. Ein bisschen was zu futtern wäre vielleicht nicht schlecht. Und was zu trinken. Also für den Anfang mal was ganz Cooles.
Bloß scheint der sowas nicht zu haben. Pisha Camo. Was kostet das denn? Kann man das anziehen? Warte, ich kaufe mir das mal schnell. Wieso kann ich denn das Zeug nicht anziehen, ey? Da kannst du wieder zurückhaben. Ja, genau. Was ist denn das für ein Preisverfall? Alter. Oh, eine Mütze. Ja. Oder ein Bandana. 6 Krypto, ja. Das gönne ich mir. Pilotenhelm, was? Nee. Rope. Swing. Shelf Kit. Fernglas wäre vielleicht noch was. Mütze, Buschhut. Ein Stein. Eine oh, eine Uhr ist vielleicht auch nicht schlecht. Meatpack, Militärmütze. Nee. Moist, bla bla, Snute. Oh, Candy. Nehme ich mit. Noch Female Wetsuit. Das könnte man aber auch falsch verstehen. Schießplatzverwalter Okay. Dann trade ich das mal. Ich brauche jetzt hier eigentlich gar nicht so viel. Hallo. Jetzt. Bandana aufsetzen. Nice. Und ein Fernglas habe ich noch. Ah, das muss hier. Ah, nee, das muss da hin. Okay, alles klar. Nice! Immerhin schon mal ein bisschen was mit Outfit getan. So, dann logge ich mich nämlich jetzt hier aus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir eine Bewertung da. Könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Für mich hier ist das Abo. Dann sag ich einfach mal bis zur nächsten Folge von Epoch. Bis dann. Tschüss.